Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Unboxing. Heute stelle ich euch mal ein Gerät vor, mit dem ihr besser einschlafen könnt. Hier steht es schon drauf, Dodo oder auf Französisch Dodo. Das heißt quasi ein kleines Nickerchen machen. Und ja, das wurde mir auch von der Firma zugeschickt, also ist gesponsert. Und wir gucken uns mal an, was da drin ist. Einmal so ein Begrüßungsschreiben. Wenn ihr hier jetzt drauf guckt, diesen Code könnt ihr, glaube ich, auch verwenden, falls ihr euch das mal selbst holen möchtet. Das ist nämlich Bestseller auf Amazon und ein Link ist in der Beschreibung. Hier nochmal eine Bedienungsanleitung, wie man das Ganze öffnet. Und hier jetzt einmal die ausführliche Bedienungsanleitung, Französisch und Englisch. Und hier drunter auch nochmal Deutsch. Und da haben wir schon das Gerät auch direkt daneben. Sehr schick sieht es aus. Die ganze Packung macht einen sehr ästhetischen Eindruck. Dieses Mintfarbene gefällt mir sehr gut. Und das Gerät ist super dünn. Also das habe ich mir ein bisschen dicker vorgestellt. Der ist super dünn, wird betrieben durch hier AAA-Batterien. Die werden dann hier reingesteckt. Hier ist auch nochmal erwähnt, wie das Ganze funktioniert. Einmal tippen und ein 8-Minuten-Meditationszyklus wird gestartet oder zweimal tippen und ein 20-Minuten-Meditationszyklus wird gestartet. Das Ganze funktioniert dann so, dass ihr das auf eurem Nachttisch hinstellt und die Leuchten, die hier oben einmal verbaut sind, die projizieren ein Licht auf eure Decke und das Licht pulsiert halt in einem gewissen Rhythmus. Diesen Rhythmus müsst ihr mit eurem Atem synchronisieren, also ihr atmet in demselben Tempo, wie das Licht blinkt. Und das soll eine meditative Funktion haben, sodass ihr runterkommt und so einfacher und schneller einschlaft. Ich werde das Ganze mal testen und gucken, ob das funktioniert, ob mir das auch weiterhilft. Ich habe, muss ich ehrlich zu sein, nicht so die Probleme einzuschlafen, aber ich werde das auch mal Freunden und Verwandten in die Hand drücken und gucken, was die davon halten. Wenn ich das Ganze überhaupt aufkriege, da. So, jetzt aber. Hab mir letzte Woche in den Finger geschnitten, deswegen sieht es ein bisschen unschön aus und habe den Nagel auch noch nicht getrimmt. Das war eine unschöne Erfahrung mit einem Brotmesser. Da war ich auch beim Arzt zum Glück nicht tief genug, dass es genäht werden muss, aber hey, shit happens. Und jetzt ist das Ding einmal drin. Verschließe ich das Ganze hier einmal wieder. So. Und tippen wir einmal drauf. Passiert jetzt nichts, vielleicht. Gedrückt halten. Ja, jetzt leuchtet das Ganze. Und der 8-Minuten-Zyklus ist gestartet. Und ihr seht vielleicht jetzt, wie es ganz sachte pulsiert, das ist quasi die Instruktion, wie ihr atmen sollt. Also ein- und ausatmen, ganz ruhig, ganz sanft und so sollt ihr dann einschlafen. Ja, das war's dann eigentlich schon. Ich werde ein komplettes Review jetzt die nächsten Tage mal raushauen und ob mir das Ganze gefällt, das erfahrt ihr dann in diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Liken und teilen nicht vergessen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.